Willkommen aus den Niederlanden, etwas nördlich vom Hoge Veluwe Nationalpark. Wir sind hier in so einem Gebiet, das nennt sich Kootwijker Sand. Das ist so eine riesige Sandfläche, wie der Name schon sagt. Ja, Familienbesuch. Das heißt, ich muss mal gucken, was ich jetzt hier so wirklich filmen und fotografieren kann. Aber ich habe ein paar Objektive mit dabei und wahrscheinlich wird das jetzt hier so ein Kraut- und Rüben-Vlog, wie der Frankie sagen würde. Auch mal wieder mit dem Osmo Pocket 3 gefilmt. Ja, mal schauen, was das so gibt. Bis später. Hier unter von diesem Aussichtspunkt gibt es richtig knorrige alte Bäume. Die sind richtig fotogen. Mit ein bisschen Nebel, glaube ich, könnten die richtig was geben. Zweiter und schon letzter Tag von unserem kleinen Familien-Osterwochenende hier in Holland. Wir sind heute im Nationalpark Veluwezoom, etwas unterhalb von dem Aussichtspunkt Postbank, und es ist wirklich eine wunderschöne Heidelandschaft. Problem ist nur, wie man sieht, es ist halt komplett overcast. Das heißt, diese ganzen einzelnen Bäume, die hier stehen, die kriegt man gar nicht irgendwie gelöst vom Hintergrund. Also das ist wirklich schwierig, zumal die auch noch kahl sind. Das heißt, das ist farblich eine Matsche, aber ich versuche trotzdem mal ein bisschen mir Spots zu merken, Kompositionen zu finden, um hier nochmal wiederzukommen. Vielleicht mal im Herbst oder wenn die Heide blüht oder wenn hier Nebel ist. Ich glaube, das kommt auch richtig gut. Ja, also ich werde trotzdem mal ein paar Bilder von unserem kleinen Holland-Trip einblenden. Wie gesagt, sind keine Portfolio-Bilder, aber das, was man halt so nebenbei irgendwie fotografieren kann. Ja, ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!